kleine Verstärkung von dem Video, Leute. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr seht hier diesen Titel von dem Video. Ich glaube, die ein oder andere von euch wird das freuen. Competitive E-Sport mit Team Impact ist auf jeden Fall am Start. Ach ja, und viele haben von euch gesagt, ich soll in die Linse schauen. Ich versuche jetzt heute mich darauf zu konzentrieren, in die Linse zu schauen, nicht auf den Bildschirm, weil ich will immer gucken, wie ich aussehe, wenn ich laber. Aber ich konzentriere mich heute darauf, nur in die Linse zu schauen für euch. Okay, so, also auf jeden Fall, ich weiß, die einen oder anderen von euch möchten gerne, dass ich wieder zu Competitive zurückkomme und wieder Competitive spiele. Aber in diesem heutigen Video geht es um etwas anderes. Also muss ich euch erstmal leider enttäuschen, weil es ist jetzt nicht mein volles Comeback oder so, aber wir haben was geplant mit dem Team Impact und das ist eine coole Geschichte. Und zwar wollen wir ein E-Sport-Team verpflichten, sage ich mal. Wer das jetzt genau ist, das kommt jetzt im Laufe des Videos, aber ich werde euch mal so ungefähr erzählen, wie wir das Ganze so geplant haben und was wir so vorhaben mit dem Team. Und zwar, es wird so sein, wir nehmen ein deutsches Team, was hauptsächlich von Deutschen besteht und die werden halt für Team Impact spielen, werden aktiv an den Cups teilnehmen, werden an den CWL teilnehmen und so weiter und so fort. Und es ist eine kleine Beta-Phase erstmal, weil wir haben ja unsere Impact-WhatsApp-Gruppe, wie ihr wisst, und da reden wir immer oft, wie, was und beraten uns und sagen, es ist eine richtig chillige Gruppe. Habe ich das in die Gruppe gepostet und Marcel und Anton waren alle der Überzeugung, dass das nice ist, auch die anderen Jungs, und deswegen habe ich jetzt hier das Video gemacht. Die haben auch alle gesagt, es ist okay, wenn ich das hier auf meinem Kanal mache und euch erzähle, wer das Ganze sein wird und wie das Ganze ablaufen wird. Wir werden denen Support geben von unserer Seite aus, sei es für die jetzt natürlich Reichweite für ihre Streams oder was auch immer. Und ich bin jetzt deren Kontaktmann so quasi, so ich bin deren Manager, kann man sagen. Ich werde halt die Person sein, die zwischen dem Team steht und halt einfach, ja, für das Team da ist, wenn irgendwas ist, wenn irgendwelche Anliegen gibt. Auch den Team mal so über die Finger drüber schauen wird, sage ich mal, weil ich habe ja so ein bisschen Erfahrung, nehme ich mit mir mit. Und ja, auch wenn einer choked, werde ich einspringen, wenn er choked. Nee, Spaß beiseite. Ich werde auf jeden Fall für die Jungs dort da sein. Das Team besteht aus, ich weiß, ich hau jetzt einfach mal die Namen raus, vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch. So, es ist einmal Amar Phantom, kennt ihr vielleicht von Twitch, der ist immer aktiv auf Twitch. Und ich packe euch mal seinen YouTube-Kanal hier unten rein, weil er wird euch Infos zu dem Team raushauen. Und wie der Zufall ist, ist auch gerade hier. Amar, komm mal kurz in die Kamera und sag mal kurz Hallo. Hi. So, das ist auf jeden Fall der Kameltreiber Amar. Und er ist der Captain von dem Team, so wie ich damals bei uns der Captain war. Und wenn es irgendwas gibt, wird er mit mir über das Thema sprechen. Und ich werde dann für das Team da sein. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn mal einer ausfällt, bei dem bin ich auf jeden Fall am Start. Aber nur wenn einer choken. Nur wenn einer choken und es wird einer choken. So, und dann bin ich halt auf jeden Fall am Start. Auch nicht nur choken, das ist jetzt Spaß beiseite, wenn einer mal ausfällt oder so zum Beispiel. Weißt du, es kann ja einer vielleicht mal nicht oder so. Und dann bin ich da auf jeden Fall am Start mit den Boys. So, auf jeden Fall, Jungs, schaut bei den Amar vorbei. Der wird euch up to date halten, was mit dem Team abgeht, was die machen und so weiter. Der streamt auch. Ich packe ihn, wie gesagt, hier in die Beschreibung für euch rein. Und ja, das Team besteht aus erstmal Amar. Das wird der Captain sein, der Kameltreiber, wie ich schon gerade gesagt habe. Ersin, den kennt vielleicht der ein oder andere, vielleicht den haben wir in Zeros gespielt, auf jeden Fall ein richtig talentierter Spieler und ich mag den auch und ich möchte dem noch die Chance geben, wenn du das siehst. Ersin, grüß dich raus an dich, Digga. Dann kommen noch zwei Ausländer ins Spiel, der eine ist Subsist, ist ein Holländer, ist auch ein Holzschuh, so wie unser guter alter Torres, und der andere ist Verdik, ist halt ein UK-Spieler. Und ich vertraue da halt ganz Amar bei dem Punkt, weil Amar hat gesagt, yo, das ist mein Team, wir geben uns Mühe mit dem Team und so weiter, und ich habe gesagt, Digga, das ist dir überlassen, wen du da reinnimmst. Und spielt einfach aktiv, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Wenn ihr auch mal Rat braucht, vielleicht bin ich auch auf jeden Fall am Start. Oder wenn ihr sogar mal einen für euch braucht, der für euch einspringen kann, bin ich auch auf jeden Fall am Start. Wir im Impact-Team, also ich, Anton, Marcel, Jam, Raptor, alle einfach, ich zähle jetzt nicht alle auf, sonst zähle ich hier 15 Namen auf. Die alle sind auf jeden Fall auch, werden auch aktiv zocken und wir werden auch Comp spielen, so unter uns, just for fun. Und es wird auf jeden Fall coole Sachen geben, so wie gegen das Impact-Team zu spielen, gegen das Pro-Team und so weiter. Ich weiß, vielleicht ist der ein oder andere von euch jetzt enttäuscht, dass ich nicht selber aktiv richtig competitive spiele. Das Problem ist halt einfach, ich lasse das alles so auf mich zukommen und wer weiß, vielleicht wird es zum neuen Call of Duty so sein oder vielleicht auch noch in dem, ich weiß nicht, ich bin ein spontaner Mensch. Und wenn wir erstmal im Haus sind, ergeben sich halt auf jeden Fall andere Möglichkeiten und dann kann man auf jeden Fall mal weiterschauen. Und ja, ich würde sagen, ich mache das Video nicht allzu lange, es soll nur ein kurzes, informatives Video für euch sein. Checkt auf jeden Fall die Jungs aus, supportet die, das wäre mega heftig von euch. Wir werden auch heute bei dem Impact Reloaded Account auf Twitter ein Announcement raushauen, da könnt ihr auch auf jeden Fall vorbeischauen. Ich würde es feiern, wenn ihr die Jungs von unserer Seite aus motiviert, dass sie Gas geben, weil es wäre schon richtig nice, wenn ein Team Impact auf den Champs wäre mit den Impact Jerseys. Ich finde das auf jeden Fall richtig nice und die Boys haben da auch alle übelst Bock drauf. Wenn ihr das auch cool findet, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen für die Boys. Und ich würde sagen, haut rein und tschüss.